Auf der Gegenseite gibt es nicht noch irgendwas zum Plündern. Nein. Dann wollen wir zum letzten Zonengebiet der Unterstadt, bevor wir noch eine Runde zu Hause vorbeischauen. Und zwar einmal hier wieder Kodex-Eintrag und da sehen wir wieder einen großen elfischen Baum. Die Elfen kommen ohne ihre Bäume echt nicht klar. Ich bringe meine Familie zweimal im Jahr dorthin. Was will sie denn noch von uns? Weiß jetzt nicht, worum es geht. Aber das werden wir vielleicht mal rausfinden. Die Kultur der Gesindeviertel. Eben genau derer, in denen diese Bäume leben, wachsen. Wie auch immer, wenn ich mir überlege, der Baum ist riesig, der ist eigentlich schon uralt. Und wie lange die Elfen dann schon von den Menschen unterdrückt werden, das ist heftig. So, dann mal kurz ab nach Hause. Ein weiterer Bote war mit einem Brief hier. Liegt auf dem Schreibtisch. Dankeschön. Die Knochenkruge. Hawk, ich habe eine Spur für euch. Ein Händler, für den ich Waren ankaufe, hat mir erzählt, dass in der Knochengrubenmine Arbeiter verschwunden sind. Er erwähnte auch, dass es sich dabei um Verraidener handelt. Und da habe ich gleich an euch gedacht. Wenn euch die Sache interessiert, redet doch mal mit Hubert auf dem Oberstadtmarkt. Natürlich wollen wir mit dem reden. Ethanriel hat uns diese Quest geschickt und... Lose Enten. Hawk, ich weiß, wir haben uns nicht im Guten getrennt. Ich habe versucht, euch zu mehr Arbeit zu zwingen, als ich Anrecht hatte. Ihr habt für euren Weg in die Stadt mehr als angemessen bezahlt. Für mich ist es allerdings ziemlich schwierig geworden, seit ihr weg seid. Falls ihr Arbeit sucht, diesmal gegen gutes Geld, besucht mich in der Oberstadt jederzeit vor Sonnenuntergang. Gerne. Lockvogel. Hawk, es gibt da etwas, das euch vielleicht interessieren könnte. Eine meiner Kontaktpersonen, ein Mann namens Anso, sucht nach jemand Fähigem für einen Auftrag und ich habe ihm euch empfohlen. Da er stets gut bezahlt hat, würde ich mir die Sache an eurer Stelle mal ansehen, bevor euch jemand anderes den Auftrag wegschnappt. Er sagte, er sei nachts auf dem Unterstadtbazar zu finden. Und Pflicht? An jeden, der beschließt, sich der noblen Sache anzuschließen und die Familie Vale von Starkhaven zu unterstützen. Seine ehrwürdigste Hoheit, Prinz Sebastian Vale, hat Informationen für alle jene hinterlassen, die mutig und edel genug sind, die Gesinde auszulöschen, das es gewagt hat, seine Familie anzugreifen. Drei Söldnertrupps der Flint-Gesellschaft wurden in der Umgebung von Kirkwall gesichtet. Ein Trupp hat sein Lager nicht weit entfernt von den Elfen des Sunderhügels aufgeschlagen. Der zweite hat noch nach Einbruch... Einbruch der Dunkelheit an den Docks nach Informationen gesucht. Ah, die hatten wir schon. Okay, Sonderhügel eine. Und der dritte ist weit entfernt von der Hauptstraße an der verwundeten Küste zu finden. Er hat vermutlich ein kleines Lager fernab jeglicher bekannter Orientierungspunkte aufgeschlagen. Wer auch immer all diese Schurken aufspürt und zur Strecke bringt, kann mit einer fürstlichen Belohnung rechnen. Möge euch der Erbauer den Weg weisen. Kantorin Taleta. Interessante Sache, dass aber trotzdem eine Kantorin sich der Sache annimmt, obwohl die Oberste es nicht so gut findet. Das Haus putzt sich nicht von selbst, Onkel. Tja. Hätte er wahrscheinlich aber gerne. Carver hat es dir zwar nie gesagt, aber er war ein bisschen eifersüchtig, dass ein Mabari dich und nicht ihn erwählt hat. Armer Carver. Du bist ein guter Junge. Ach ja, der arme, arme Bruder. Nun gut. Wir bleiben aber noch in der Unterstadt. Die Quest zum Bedanken, dass wir von Flemeth da eskortiert wurden, machen wir, sobald wir circa die Stadt fertig haben. Weil vorher brauchen wir noch nicht mal rauszugehen, theoretisch. So, Fettwebel. Die Diebe sind erledigt, Gardistin. Habt ihr etwas gesagt? Ich habe euch leider nicht verstanden. Und seht mal, wie ungeschickt ich bin. Da habe ich doch glatt eine Geldbörse in eure Hand fallen lassen. Tja, so läuft es. Alles unter der Hand. Und ab zu den feraidischen Importwaren. Ihr schon wieder. Was wollt ihr? Ich suche jemanden. Wie ich hörte, wisst ihr, wo ich einen grauen Wächter aus Ferelden finden kann.
Der einzige graue Wächter aus Ferelden, von dem ich gehört habe, sitzt auf dem Thron. Wir haben die Verderbnis hinter uns gelassen. Wozu braucht ihr einen Wächter? Der Heiler hat doch früher zu denen gehört, oder? Zu den Wächtern! Jetzt jedenfalls nicht mehr. Und er hat genügend zu tun, ohne dümmliche Fragen darüber zu beantworten. Ich werde ihn nicht stören. Dann werde ich nur kluge Fragen stellen. Ich mache keine Witze, Sirrah. Ihr seht doch, was unsere Leute in Kirkwall erwartet. Sie haben keine Arbeit, kein Zuhause. Die meisten können sich kaum Brot leisten. Dieser Heiler hilft ihnen und ist an Geld nicht interessiert. Er hat ihre Wunden geheilt, ihre Kinder zur Welt gebracht. Und dennoch muss er sich verstecken? Er ist ein guter Mann. Ich will ihn nicht an die verdammten Templer verlieren. Ihn an die Templer verlieren? Ihr meint, er ist ein Magier? Würde ich meinen Hals für einen Händler riskieren, der Bilsenkraut und Blutegel verkauft? Wir würden niemals jemanden an die Templer ausliefern, gute Frau. Er will nicht in der Galgenburg eingesperrt werden, nur weil er die Gaben einsetzt, die der Erbauer ihm geschenkt hat. Das klingt vernünftig. Ich kann's ihm nicht verdenken. Es steht mir nicht zu, ein Geheimnis daraus zu machen. Anders hat seine Dienste überaus freimütig geleistet. Die Flüchtlinge in der Dunkelstadt wissen, wer den Heiler sucht, hält nach einer brennenden Laterne Ausschau. Wenn eure Not groß genug ist, findet ihr dort Anders. Bitte, meine Mutter! Sie soll nicht noch ein Kind verlieren. Und da haben wir es gehört. Der Grauwächter ist Anders. Den kennen wir ja noch aus Dragon Age Awakening. Hey, wir haben euch gehört, wie ihr nach dem Heiler gefragt habt. Wir wissen, was man in dieser Stadt mit Magiern macht. Und das wird ihm nicht zustoßen. Bethany? Hört zu, wir sind einfach nur Fereldener, die versuchen, außer Sichtweite der Templer zu bleiben. Genau wie ihr. Ferelden? Aber ihr, eure Kleidung, ich dachte, ihr wärt aus Kirkwall. Tut mir leid. Der Erbauer segne die Regentschaft unseres Königs Alistair. Und Kampf vermieden. Gab jetzt wahrscheinlich weniger Erfahrungspunkte, aber wozu sollen wir unsere eigenen Mitglieder töten? Das macht keinen Sinn. Was wird denn eure erste Tat als Adlige sein? Als Adlige ohne Vermögen und Titel? Wahrscheinlich Arbeitssuche. Praktisches Denken ist etwas für Bauern, werte Dame. Ihr müsst etwas Leichtfertiges tun, um euer Geburtsrecht zu feiern. Nämlich? Geht auf den Markt in der Oberstadt und beklagt euch bitterlich darüber, dass es keine Seide aus Orlais gibt, die zu euren Augen passt. Und wenn doch etwas zu meinen Augen passt, was mache ich dann? Dann besteht ihr darauf, dass man eure Augenfarbe kopiert hat und verlangt einen Anteil. Eine gute Adlige hat immer eine Beschwerde zur Hand, Sonnenschein. Wie nett. Nun gut, in der Dunkelstadt sollen wir also nun Anders aufsuchen. Und wisst ihr was? Das könnte ich jetzt direkt tun. Und wisst ihr noch was? Das machen wir auch. Die Dunkelstadt müssen wir jedoch bei Nacht noch einmal komplett durchstöbern. Ich glaube, wir kommen sowieso noch einige Male irgendwo durch, bis wieder alle Quests gefunden, gesammelt und aktualisiert und was weiß der Geier nicht alles haben. Aber man hat es eben schon auf der Minimap gesehen, wo wir hin sollen. Zum Gruppensammlungssymbol. Ich habe aus diesem Ort eine Zuflucht der Heilung und der Erlösung gemacht. Weshalb bedroht ihr sie? Ich will nichts Böses. Ich will nur reden. Wir wollen in die tiefen Wege. Es geht das Gerücht, dass ihr ein Wächter wart. Könnt ihr uns helfen? Haben die Wächter euch geschickt, um mich zurückzubringen? Ich gehe nicht. Wegen dieser Mistkerle musste ich mich von meiner Katze trennen. Oh. Armer Sir Naseweiß. Er hat die tiefen Wege gehasst. Sir Naseweiß? Ihr hattet eine Katze namens Sir Naseweiß?
In den tiefen Wegen? Er war ein Geschenk. Ein edles Tier. Einmal hätte ihn ein Genlock beinahe in Stücke gerissen. Er hat dem Mistkerl einen Nasenstüber versetzt. Blutrünstiges Kerlchen. Die verdammten Wächter haben gesagt, er würde mich zu weich machen. Daher musste ich ihn einem Freund in Amaranthine übergeben. Schade aber auch. Was macht ihr hier? Ihr seid also nur nach Kirkwall gekommen, um den Wächtern zu entfliehen? Das hört sich bei euch an, als wäre es nichts Besonderes. Ja, ich bin hier, weil es keinen Außenposten der Grauen Wächter und keine dunkle Brut gibt, sondern stattdessen zahlreiche Flüchtlinge, unter die man sich mischen kann. Und dann habe ich noch persönliche Gründe. Kann man die Wächter verlassen? Ich habe immer gedacht, ein Beitritt zu den Wächtern würde eine lebenslange Bindung bedeuten. Das ist nur zum Teil richtig. Man bleibt in der Tat weiterhin von dunkler Brut hoffnungslos verdorben und wird von Albträumen über den Erzdämon gepeinigt. Aber wenn man sich gut versteckt, muss man keine Uniform tragen und kann sich die Feste sparen. Ich will eure Hilfe. Ich gehöre zu einer Expedition in die tiefen Wege. Jede Information eurerseits könnte Leben retten. Ich werde dereinst glücklich sterben, wenn ich nie wieder an die verfluchten tiefen Wege denken muss. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich durchgemacht habe, um jetzt hier zu sein. Ich bin nicht interessiert, obwohl Gefallen gegen Gefallen. Wärt ihr zu einer Abmachung bereit? Ihr helft mir, ich helfe euch. Was für ein Gefallen. Reden wir über Einzelheiten. Ich mache nichts, worin Kinder oder Tiere verwickelt sind. Ich habe eine Karte der Wächter mit den Tiefen dieser Gegend. Aber sie hat ihren Preis. Ich kam nach Kirkwall, um einem Freund zu helfen. Einem Magier. Einem Gefangenen in der verdammten Galgenburg. Die Templer erfuhren von meinem Plan zu seiner Befreiung. Helft mir, ihn unversehrt an ihnen vorbeizubringen, dann erhaltet ihr die Karte. Wer ist dieser Magier? Erzählt mir von eurem Freund. Sein Name ist Carl Thackler. Er wurde aus Ferelden hierher geschickt, als der Zirkel von Kirkwall neues Blut brauchte. In seinem letzten Brief schrieb er, die Kommandantin würde den Zirkel in ein Gefängnis verwandeln. Magier werden in ihre Zellen gesperrt, dürfen nicht zum Hof und werden wegen geringster Vergehen besänftigt. Ich versprach ihm zu kommen. Der Zirkel ist ein Gefängnis. Sind diese Anschuldigungen wahr? Fragt irgendeinen Magier in Kirkwall. Allein dieses Jahr wurden über ein Dutzend besänftigt. Je mehr Leute ihr fragt, desto schlimmer werden die Gerüchte. Wie haben die Templer das rausgefunden? Was wissen die Templer über eure Pläne? Das weiß ich nicht. Ich hatte mit Karl über ein Dienstmädchen in der Galgenburg Nachrichten ausgetauscht. Doch plötzlich kamen keine Briefe mehr. Hilfe bei der Flucht aus dem Zirkel? Wollt ihr, dass euer Freund ein Abtrünniger wird? Das ist ein völlig falscher Begriff. Ja, Andraste hat gesagt, die Magie solle dem Menschen dienen und ihn nicht beherrschen. Aber ich habe noch keinen Magier getroffen, der über irgendetwas herrschen wollte. Es widerspricht nicht dem Willen des Erbauers, dass Magier ebenso frei leben wie andere Menschen. Magier brauchen ihre Freiheit. Magier in die Knechtschaft zu zwingen, wird das Erstarken eines neuen Reichs nicht verhindern. Diese Antwort höre ich selten. Vielleicht wird unsere Zusammenarbeit fruchtbarer als erwartet. Wie lautet euer Plan? Wie habt ihr denn seinen Ausbruch aus der Galgenburg geplant? Ich hoffe, dass es dazu nicht kommen muss. Ich habe Karl eine Nachricht geschickt, mich heute Nacht in der Kirche zu treffen. So der Erbauer will, wird er da sein. Allein. Aber sollten Templer bei ihm sein, so werde ich ihn befreien. Das schwöre ich. Um jeden Preis. Ich soll gegen Templer kämpfen? Ich halte nicht allzu viel von einem Kampf gegen die Templer. Ich würde lieber gegen die dunkle Brut antreten. Wenn wir gegen Templer kämpfen, dann nur, weil sie glauben, dass jeder Freund eines Magiers ohne weitere Befragung den Tod verdient. Diese Sache macht mir Angst, so gerecht sie auch sein mag. Ich möchte den Templern nicht noch einen Grund geben, Jagd auf uns zu machen. Das sind meine Bedingungen. Wenn ihr meine Hilfe bei eurer Expedition wollt, dann kommt heute Nacht in die Kirche. Ich habe Karl mitteilen lassen, dass er dort sein soll. So der Erbauer will, sind wir danach alle frei. In Ordnung. Anders? Karl kann erst verschwinden, wenn es dunkel ist. Trefft euch bei Einbruch der Nacht bei der Kirche mit mir. In Ordnung. Und dann verschwinden wir mal wieder schnell aus diesem Gebiet. Wo wollen wir denn als nächstes hin? Mal kurz überlegen.